Eine erste Wertung für ihn, ein Vasari für diese Fußtechnik, die wir eben gesehen haben. Ein halber Punkt und ein halber Punkt ist die halbe Miete. Konzentriert Frank Wienicke auch diesmal wieder. Jetzt hat er seinen Griff rechts, ein Rechtskämpfer. Die rechte Hand ist oben, die linke Hand geht unten zum Ärmel des Gegners. Wieder versucht er nach vorne anzutäuschen und den Gegner dann nach hinten zu werfen, ihn durch diese Täuschung aus dem Gleichgewicht zu bringen. Das werden wir sicherlich noch des Öfteren sehen. Da ist er rausgetreten, der Victorino González. Das darf er sich kein zweites Mal erlauben. Nein, er wird sogar jetzt schon bestraft mit einem Chui. Dies entspricht nachher in der Aufrechnung einem Yuko, also einer mittleren Wertung für Frank Wienicke. Er hat das Heft also ganz fest jetzt hier in der Hand. Ja, Oshimata rechts angesetzt. Jetzt zieht er den Spanier wieder rein, versucht wieder eine seiner Spezialitäten, einen Würgegriff anzusetzen, aber Piet Snijders, der Mattenleiter aus Holland, lässt lösen. 7000 Zuschauer auch wieder heute im Changchung Gymnasium, der ältesten Sporthalle in Seoul. Aber sie mussten im Kampf zuvor eine riesen Enttäuschung hinnehmen, nämlich ihr Mann, ihr Mitfavorit An Byung-Koin, verlor vollkommen überraschend gegen Kevin Doherty aus Kanada und ist damit aus dem Rennen um Gold. Nun aber zurück zu Frank Wienicke, stellt sich den Gegner in die Ecke. Jetzt muss er nur etwas daraus machen. Ja, Oshimata versucht. Aber er kann es jetzt natürlich locker angehen, da noch 2 Minuten und 58 Sekunden zu kämpfen sind. Er ist eigentlich routiniert genug, um diesen Vorsprung jetzt über die Zeit zu bringen. Wartet ab, wartet, bis der Gegner zuerst greift. Ja, aufgepasst. Es sieht ja oft nicht sehr schön aus, was sich da beim Judo abspielt. Jetzt hat Wienicke eine Verwarnung bekommen, weil er zu sehr sperrt. Wird bestraft mit einem Shido. Dies entspricht einer kleinen Wertung, einem kleinen Vorteil für den Spanier. Aber kein Grund zur Beunruhigung. Wir sind zu Hause, meine Damen und Herren. Frank Wienicke ist weiter in den Fall. Nach 2 Minuten und 20 Sekunden zu kämpfen. Schulterwurfansatz des Spaniers, aber ohne Kraft und ohne Technik angesetzt. Kein Problem für Frank Wienicke, diesen Angriff abzublocken. Da wollte er den Gegner runter in den Boden holen, um dort sein Glück zu versuchen. Aber Piet Snijders, der Mattenleiter, lässt lösen. Und 1,57, Sie sehen es eingeblendet. Eigentlich jetzt ganz günstig, diese Situation für Wienicke. Er hat seinen Griff und er wirft ihn. Jawohl, wer sagt's denn? Ippon, voller Punkt. Oshimata rechts, seine Spezialtechnik. Da hatte er seinen Griff, da war der Augenblick günstig, um diesen Wurf anzusetzen. Schon ist es auch schon passiert. Frank Wienicke also ohne Probleme in der nächsten Runde. Und hier trifft er nun entweder auf den japanischen Weltmeister Okake oder auf den Franzosen Pascal Taillot. In Zeitlupe noch einmal die entscheidende Technik. Ein Oshimata rechts angesetzt. Da hebt er voll ab, der Spanier. Ippon, gar keine Frage. Frank Wienicke weiterhin in guter Form. Nicht ohne, es ist Thorsten Brechot jetzt rechts stehend mit dem weißen Zusatzgürtel, der Vize-Weltmeister von 1985. 1 Minute ist vorbei. Keiner der beiden hat bisher einen Vorteil erreichen können. Da muss er aufpassen, der Frank Wienicke, auf diesen links angesetzten Oshimata, diesen Schenkelwurf,
von Thorsten Breschow. Ich bin ganz sicher, hier wird die Kondition entscheiden. Breschow hatte in der Vorrunde die leichteren Gegner. Keiner war so schwer wie zum Beispiel der Franzose Pascal Taillot für Frank Wienicke, den er ja in der Runde zuvor besiegen konnte. Wienicke jetzt wieder mit der rechten Griffhaltung. Und links zu Seenager angesetzt, aber geschickt abgeblockt von dem Mann vom SC Dynamo Hoppegarten in Ost-Berlin. Noch 3,5 Minuten. Die beiden kennen sich natürlich, haben sich studiert in den Vorkämpfen. Jeder weiß im Prinzip, was der andere für eine Spezialtechnik hat. Auf der Matte gegenüber gestanden haben sich die beiden erst einmal. Die Einblendung hier ist falsch, meine Damen und Herren. Guido Schumacher, das war der Bundesdeutsche in der Klasse bis 65 Kilogramm. Das ist natürlich Frank Wienicke. Ja, wie gesagt, einmal haben die beiden sich erst gegenüber gestanden. 1985 bei den Europameisterschaften in Norwegen. Damals siegte Thorsten Breschow. Zwei sehr kräftige Typen. Linker Seonage versucht, linker Schulterwurf. Aber die Hüfte hat nicht weit genug nach vorne gebracht. Und der Mattenleiter lässt lösen, lässt die beiden wieder aufstehen. Es ist der Yamazaki aus Brasilien. Noch 2 Minuten und 50 Sekunden effektive Kraft. Thorsten Breschow war lange verletzt, 2 Jahre weg vom internationalen Fenster, möchte ich einmal sagen. Konnte sich in letzter Minute hier für diese Olympischen Spiele qualifizieren. Keine Wertung für den Mann aus der DDR. Noch 2,5 Minuten. Ja, noch ein Sieg für Frank Wienicke. Dann hätte er das wiederholt, was ihm in Los Angeles gelang, nämlich ins Finale. Damals siegte er sogar Er ist bisher der Aktivere, der Frank. 2 Minuten 22 Sekunden. Aber er kommt bisher nicht richtig durch mit seinen Techniken. Er muss jetzt beißen. Er muss sich einmal noch durchbeißen. Und Konter in die Rolle. Schön gemacht von Frank. Schön. Jetzt will er ihn in den Boden holen. Ein kleiner optischer Vorteil. Findet zwar keinen Niederschlag auf der Anzeigetafel. Da steht es noch 0:0. Einmal in der Fußballersprache zu bleiben. Aber optisch gesehen ist der Frank jetzt vorne. 1:59. Er muss aufpassen. Der Thorsten Breschow ist brandgefährlich. Das hatte er in einer Begegnung in der Vorrunde bewiesen, als er zurücklag gegen einen relativ unbekannten Mann aus Bulgarien und 6 Sekunden vor Schluss erst den Siegesschuss ansetzen konnte. 1:59. Natürlich die Kräfte und da hat er ihn gekontert. Das muss aber letztlich eine Wertung geben, meine Herren Kampfrichter. Warum geben Sie denn nicht? Warum geben Sie denn nicht ein Foto? Wie sagt man, meine Herren, lassen Sie sich nicht irritieren von der Namensänderung. Steht wirklich Frank Wienicke auf der Hand. Der Sportstudent aus Köln, der jetzt natürlich immer wieder versucht, weil er hat gemerkt, da ist der Mann aus der DDR angreifbar. Ist der labil. Er versucht immer wieder nach dem Bein zu fassen, um ihn dann nach hinten wegzubringen. Hoffentlich behält er die Mitte. Die Nerven und vor allen Dingen die Kraft. Er hat toll gekämpft in diesem Turnier bisher. Jawohl, Uchimata. Aber Sie sehen, er müsste mit seiner linken Hand an der Jacke des Gegners bleiben, um ihn wirklich rumzukriegen und um ihn zu werfen. Aber ein toller Fall. Und ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, wenn er diesen Kampf gewinnt, dann wird er einfach Olympiasieger. Das glaube ich, da bin ich fest von überzeugt. Und wenn es nicht so werden sollte, auch Silber wäre schon groß. Noch 50 Sekunden. Die muss er noch überstehen. Er war der Bessere bisher. Er hat die größeren Ansätze gemacht, die besseren Techniken gezeigt. Er muss nur aufpassen. Er muss ihn beschäftigen. Jetzt halt ihn unten, Frank. Halt ihn unten, jawohl, halt ihn unten, beschäftige ihn unten am Boden. Noch 40 Sekunden. Noch 35. Ist das spannend. Da muss man auch als Reporter einfach mitfühlen, wenn man
einen guten Freund auf der Judomatte sieht, der so kurz vor einem großen Triumph steht. Noch 25 Sekunden. Wasser auftritt, nicht raus und linker Schulterwurf. Jawohl, das ist alles Beschäftigung, das ist gut. Noch 20 Sekunden. Das Ding kann er einfach nicht verloren haben bisher. Mattenleiter unterbricht noch einmal. Lässt die Kleider ordnen. Keine Verschnaufpause natürlich, das ist wichtig. Da kann man noch mal durchatmen, wenn es nur für ein paar Sekunden ist. Das hilft natürlich jetzt. Schauen Sie in dieses Gesicht. Vollkommen kaputt ist. Aber nicht weniger erschöpft natürlich Thorsten Breschow aus der DDR. Noch 19. Er muss ihn im Prinzip nur weghalten. Er darf nicht raustreten, er darf sich keine Bestrafung mehr erlauben. Dann hat er diesen Kampf gewonnen. Und wieder nach hinten. Und jetzt bekommt er endlich einen Poker. Wunderbar. Eine kleine Wertung, ein kleiner Vorteil für Frank Wienicke und noch 7 Sekunden zu kämpfen. Meine Damen und Herren, Frank Wienicke steht im Finale, das sage ich Ihnen. Noch 7 Sekunden. Das ist doch nicht der Guido Schumacher, haben die das immer noch nicht kapiert. Noch 2, noch 1, der Kampf ist aus. Super, Frank Wienicke im Finale. Und da freut er sich. Eine Wahnsinnsleistung heute. Eine Wahnsinnsleistung von Frank Wienicke. Da kommen ihm die Tränen. Da kommen ihm die Tränen wie damals bei Olympia 84, als er auf dem Siegerpodest stand. Eine Wahnsinnsleistung. 3 Tage lang gab es nichts zu holen für die bundesdeutschen Judoka. Frank Wienicke hat zumindest Silber sicher. Und ich sage ihm, warum können die den Namen immer noch nicht ändern? Ich sage ihm, Frank Wienicke, der kann heute auch bald tun. Der Zeitlupenwiederholung noch einmal die entscheidende Technik, die ihm ein Poker eine kleine Wertung einbrachte. Fasst das Bein, zieht ihn nach hinten. Super Frank. So. Was een strijd. Rijk opging. Dag Adelson. Helemaal links in uw beeld. Twee handen bij de kraag van de Spanjaard. Hij duikt er helemaal met de heup onder. Op de rug. Volle snelheid. En het is Ippon. Hij gaat dus verder. Naar de volgende ronde. En dat duurt niet lang. Want wat is er aan de hand? Je hebt twee pools. En de twee finalisten zijn bekend. Garcia en Doherty, de Canadees, gaan nu strijden in groep B voor een plaatsje bij die wedstrijd die gaat om de bronzen medaille. Ze schuiven steeds op. Iedereen die verloren heeft van de poolwinnaar mag nog een wedstrijd maken. Komt in de zogenaamde herkansing. Die was dus een zeer goed judoka geweest, de Rus. Hoofdscheidsrechter. Aan de kant rechts, straks absoluut zichtbaar, de man die 4 keer kampioen van Europa was, Jan Snijders. De enigste Nederlandse scheidsrechter hier, Doherty, Canada. Doherty, de Canadees in het wit. Garcia in het rood. Als je verloren hebt, ik zei het straks al, dan van de poolwinnaar, dan mag je in de herkansing, anderen niet. Je schuift dus steeds een plekje naar voren toe, tot je komt bij degene die het laatste verloren heeft van de poolwinnaar. En die staat hij meteen in de wedstrijd om de bronzen medaille. Garcia en Groot en de Canadees. Canadees heeft het zeer goed gedaan. Hij versloeg de Koreaan aan. Van links. Een
aan die sloeg zeer discutabel. Belg Laat, die had al een punt gemaakt. Maar toen gaven ze een half punt. Die was die moreel zo aangeslagen dat hij verloor een half rit. Garcia heeft al gewonnen in herkansing van Hussein, Egyptenaar. Hij verloor de eerste ronde van die boerwinnaar van B. Hand hoog. Gaan we eerst in en door. Mate, te weinig actie, zegt de scheidsrechter. Kleding in orde maken. Garcia links. Weer de centuur voor de Canadees. Een rolletje. Wegens passie. Komt nog niet op het scorebord. Canadees aan de binnenkant. Garcia grijpt eroverheen. Handen. Aan de linkerkant, van ons uit gezien, niet vast. Dat wordt uitgelegd als passiviteit. Sido. Als je te lang wacht met vastpakken, krijg je een rolletje wegens passiviteit. Dat gebeurde net twee keer achter elkaar. Nu hebben ze vast. Aanval van de Canadees met een veeg. Goed geblokte Garcia met de band vast. Dan moet hij aanvallen. Mate. Nog 2 minuut 26. Als de Quinter geen punt wordt gemaakt, dan is het afgelopen. Combinatie voorwaarts-achterwaarts, maar daar trapt Garcia niet in. Nog een keer, dubbele beweging, even bijhinken, eerst een veeg en dan een beetje bijstappen. Nog een keer. Mate. Canadees heeft aangevallen. Toch een rolletje. De ander. Vergissing. Chewy. De tweede straf. Ik dacht dat al de Canadees hadden aangevallen. Drie keer achter elkaar met diezelfde techniek. En nu staat hij op voorsprong. U ziet dat ook op het scorebord. Achterdoor. Met die hand rechts om aan te vallen met het rechterbeen. Canadees zou het eerste kunnen aanvallen met zijn linkerbeen. Garcia, zie je? Eerst met het linkerbeen de Canadees. Hij staat voor met zijn linkerbeen. Dan rukt de Garcia naar beneden. Nog 50 seconden. En wie van deze twee wint, gaat de partij maken om de bronzen medaille tegen de Rus Varejev. Voorsprong voor de Canadees, omdat rood twee keer gestraft is. Garcia. Weer Doherty buiten de mat te drukken. Dat hij moet maken dat hij wegkomt aan die kant. Het is gevaarlijk als je er buiten stapt, kijk op hoe. Een half punt achter. Schouderbal.
niet echt doorgezet. Heeft hij niet nodig, nog 8 seconden. Is verloren van de Pol. Waldemar Liekjen. Nog 1 seconde. Is nu voorbij. Geen mooie partij was dit. Hij wint dat het tegenstander Garcia meer gestraft is dan hij. Maar hij mag gaan vechten tegen de Rus voor de bronzen medaille. En hij krijgt iets zwaar. Kijken naar de aanval van Garcia. En de schouderboog van de Canadees. Dat stelde niet veel voor. Het valt helemaal niet op de rug. Maar toch als er niks gebeurt zijn dat dingen die niet mee gaan aan het einde van de partij. González, Pascal Taillou, de Fransman. Wie van deze twee wint, mag tegen Torsten Brego. Dat is hier. En dan gaat het weer om die bronzen medaille. Jean-Jean Roué is de hoofdscheidsrechter. Dit is González. Taillou, Pascal. Sterk groeien door het vandaag. Aanval op het been. Weggestapt door de Fransman. Weer aan die rand van de mat. Waarschuwingsrand. Spanje probeert hem te tillen. Half punt voor Taillou. Rijden er al op. González begon. En Taillou nam op. Nothing. Er staat een half punt voor Taillou, rechtsboven. Daar kan maar 1 streepje staan. Er komt nooit een 2 te staan, maar dan is het afgelopen 2,5 punt. Taillou comfortabel niet. Hij heeft hoogvast al links beginnen aan te vallen met het linkerbeen. Aanval. Binnenkant. Van González. Zonder resultaat. Maar dat wil hij ook vaak niet. Een beetje kijken of hij stabiel staat. Die benen uit elkaar kunt krijgen om daarna nog iets anders te verzinnen. Scheidsrechter wil dat we wat meer actie gaan ondernemen. Rolletje wegens passiviteit voor de Spanjaard. González. Aan de rechterkant met de rode centuur, nu links. Weer dat spel van Kumikata, de manier van vastpakken. Maar hier is geen magisch sprake van vastpakken. Nu begint het er een beetje op te lijken. Uchimata, heuptechniek. Overgenomen door Garcia. Of González. Niet echt in gevaar.
voorsprong heb je natuurlijk wel makkelijk. Van Hecht, Fransman. Maar we hebben al vaker gezien in dit toernooi, in deze Olympische Spelen, dat voorsprong niet in stand wordt gehouden, wat ze te veel gaan verdelen. Heuptechniek, binnen, schoolkaart, klein resultaat. Nog steeds die voorsprong niet in gevaar. Bij Joker de beste aanvallen. Hoeveel gaat verdedigen, kijk je. Kom jezelf uit je ritme op. Nu begint die aanval. 1 minuut 54. Steeds op het scorebord een half punt voor wit. Tayo van rechts, heel hoog in de nek vast, omdat hij groter is, bovenover, niet eronder door, daar heb je de band vast. González, even maar, dan moet je aanvallen, niet te lang wandelen. Krijg je ook weer een waarschuwing. Het duikt vertwijfeld naar de benen. Ik denk dat het nou weer gaan doen. Een rolletje en een chewy. Tweede straf. En op het score wordt weggestaan. Schiedel. Zeggen de hulpschessen. Aanval met de heuptechniek. Makkelijk geblokt. 1 minuut. Hoe verder je in een toernooi komt, hoe meer tactiek gebruikt wordt. In het begin zie je wel eens dat iemand een worp maakt tegen de mindere goden. Maar hier blijven de besten op. Chewy, nu krijgt hij die straf. Mooi is dat ook niet. Schouderworp. Van González. Tayo is er bij gebaat dat het op de grond doorgaat. González niet. De man rechts deze. Hij staat voor met een half punt. En nog een straf voor González. Tweede. Schouderworp. Want we gaan gewoon op de knie zitten. Het is Maté. Sido kan die best hebben, Tayo. Kleine straf, de eerste die op het bord komt staan. Dat is nog 11 seconden. Die moet hij kunnen volmaken. Hij kan nog een straf hebben. Maar mooi is dat natuurlijk niet. Maar dat gaat er eigenlijk niet om. Het is geen schoonheidswedstrijd. Het gaat om een plaats. In die partij om de bronzen medaille. Tegen de man uit de DDR. In Pula. En dit is Pula. Aanvallen van de Spanjaard op het middel, overgenomen de heuptechniek door Tayo. Wazari, half punt.